Liebe Freunde, willkommen zurück. Am Ende der letzten Folge haben wir die Krankenstation fertiggestellt. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir können hier einen Ingenieur hinzufügen. Er verbessert die Heilungsrate von Soldaten. Und wir können Soldaten hinzufügen, um deren negative Eigenschaften zu entfernen. Und da haben wir hier Sergeant Valentina Lombardi. Ihm hat ja, glaube ich, Angst vor Feuer. Negative Eigenschaften entfernen. Ein Soldat mit negativen Eigenschaften kann sich hier erholen, um sie loszuwerden. Er wird für die Dauer des Prozesses jedoch 5 Tage lang nicht für Kampfeinsätze zur Verfügung stehen. Soldaten mit mehreren negativen Eigenschaften benötigen mehr Zeit zur Erholung. Möchtest du die negativen Eigenschaften von Sergeant Valentina Lombardi entfernen? Jawohl. So, jetzt schauen wir nochmal unsere Soldaten an. Schwer verwundet 9 Tage, angeschlagen 4 Tage, leicht verwundet 1 Tag. So. Angst vor Feuer, genau. Habe ich richtig in Erinnerung gehabt. Da habe ich sie einfach in so eine Feuerresponse laufen lassen. Ja, okay. Aber da hat man zumindest jetzt die Möglichkeit, da etwas gegen zu tun. So. Jetzt ist die Frage Ingenieure. Wir könnten hier noch Trümmer entfernen oder halt die Heilungsrate verbessern. Oder halt noch ein komplett neues Gebäude bauen. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Energie-Relay braucht 12 Tage. Ja, wir bauen auf jeden Fall mal ein Energie-Relay. Weil ihr seht ja, es dauert 12 Tage. Und, Bau des Energie-Relays eingeleitet. So, der verkürzt die Bauzeit. Wir könnten jetzt den abziehen. Und in die Krankenstation packen. Ich würde sagen, das machen wir genauso. Ja, wir werden hier... Moment. Das so handhaben. Solange halt. Wir haben 3 verletzte Soldaten. Ja. So, und dann geht's weiter. Hier scannen für die Vorräte noch 2 Tage. Ein weiterer Meilenstein für unsere Forschung. Jawohl, da haben wir ordentlich Zeit investiert, um die Magnetwaffen zu erforschen. Diese magnetischen Waffen ähneln den alten Railgun-Projekten und feuern Projektile mit extremer Geschwindigkeit ab. Commander, wir sollten so schnell wie möglich die Autopsie an dem Advent-Offizier im Kühllager durchführen. Karl 15 Kurzgewehr ist nun verfügbar, das sagt mir nichts. Die anderen Waffen, die kenne ich aus den ersten 2 Staffeln. Neue Forschung verfügbar, Gauss-Waffen. Okay. Ach, wird uns jetzt auch erklärt, was sich dahinter verbirgt. Karl 15 Kurzgewehr. Mit einem Magnetbeschleuniger ausgestattet, wird das im Nahkampf ohnehin äußerst gefährliche Scharmützler-Kurzgewehr noch tödlicher. Auch wenn Advent diesen Soldaten früher Munition aus Alien-Legierungen zur Verfügung gestellt hat, müssen sie seit ihrer Befreiung auf konventionellere Materialien zurückgreifen. Magnetpistole, jawohl. Splitterkanone und Magnetgewehr. Advent-Offizier-Autopsie. Commander, unsere Wissenschaftler haben eine neue Idee in Bezug auf die Technologie Advent-Offizier-Autopsie. Wenn wir sofort mit der Forschung beginnen, sollten wir schneller als üblich Ergebnisse sehen. Wenn wir mit einem anderen Forschungsprojekt beginnen, statt dieser Inspiration zu folgen, geht uns die Gelegenheit verloren. Vektoiden-Autopsie.
Hier kann sie sofort abgeschlossen werden. Okay. Obwohl ich selbst nie einen von ihnen zu Gesicht bekam, attestieren unzählige Augenzeugen die Existenz einer deutlich kleineren, weniger furchteinflößenden Variante der Sektoiden, die während der ursprünglichen Invasion zum Einsatz kam. Seitdem ist dieses neue Wesen, das eindeutig durch Genmanipulation geschaffen wurde, unseren Soldaten ein vertrauter Anblick auf dem Schlachtfeld. Die rasante körperliche Evolution des Sektoiden im Lauf der letzten 20 Jahre bezeugt sowohl die Expertise der Aliens im Bereich der Gentechnologie, als auch ihr Streben nach Fortschritt, ungeachtet aller Risiken. Okay, Gedankenschild ist nun verfügbar. Und neue Forschung verfügbar, Psionik. Der Gedankenschild ist ein mächtiges psionisches Artefakt, das Soldaten völlige Immunität gegen jegliche negativen mentalen Effekte, einschließlich Panik, Gedankenkontrolle, Betäubung und Desorientiertheit gewährt. Okay, neue Forschung. Hier sind wir inspiriert. Es dauert nur 2 Tage. Okay. Die beiden Sachen brauchen wir, um in der Story voranzukommen und etwas gegen die Bedrohung durch Advent zu tun. In Bezug auf Kraft und Beweglichkeit scheinen die Advent-Offiziere den gewöhnlichen Advent-Soldaten ähnlich zu sein, wenn nicht sogar physisch identisch. Einsatzberichte deuten jedoch eine gesteigerte Geistesschärfe an, da die Offiziere den unterstellten Advent-Einheiten taktische Befehle geben. Okay, gut. Und wir gehen in die Technikabteilung. Also, ich finde diese Auserwählten verstörend. Die Versuche der Ältesten, unseren Feind menschlich zu machen, machen es nur schwieriger für unsere Truppen, ihnen im Kampf gegenüberzustehen. Neue Befehle, Commander? Ja, hier haben wir das Gedankenschild. Völlige Immunität gegen jegliche negative mentalen Effekte gewährt. Könnte man halt dann einem Ranger geben, der nach vorne stürmt. Waffen. Was fehlt uns hier, um die Waffen zu verbessern? Alien-Legierungen, das ist schlecht. Vorräte. Bei Vorräten sind die Waffen relativ günstig. Aber wir haben halt keine Alien-Legierungen. Wir haben noch 0 Alien-Legierungen. Verdammt. Und ein Gedankenschild bedeutet, man kann praktisch eine Granate dann weniger mitnehmen. Ja. Es ist wir werden erstmal die Auserwählten reden zu hören, als wären sie hier weitermachen. Strategische Ressource gefunden. Überwucherter Kontrollpunkt. Unter den aufregenden Statuen eines Ältesten. Unter der aufragenden Statue eines Ältesten haben wir einen überwucherten Sicherheitskontrollpunkt an der Kreuzung zweier Straßen entdeckt. Nach genauerer Untersuchung sind wir auf den Leichnam eines Advent-Sicherheitsoffiziers gestoßen, der über einem kleinen Schreibtisch im Inneren lehnte. Unsere Ingenieure haben das Gebiet durchkämmt und zahlreiche nützliche Systemkomponenten geborgen. Okay. 57 Vorräte. Da ging es zum Schwarzmarkt. Da könnten wir mit Sicherheit auch Legierungen kaufen. Da gibt es kostenfreie Rekruten. Da gehe ich mal von aus, dass die dann oder 1 oder 2 kostenfreie Rekruten bekommen würden. Da ist ein Bandenkrieg. Ruheeinsatz 8 Tage. In 8 Tagen sind auch unsere Soldaten wieder einsatzbereit. Okay. Ranger berechnet neuen Kurs.
Commander, wir haben gerade erfahren, dass der Widerstand eine Advent-Nachschublinie angegriffen hat. Dies gibt uns die Chance, wertvolle Materialien zu bergen, wenn wir zuvor die Alien-Einheiten vor Ort ausschalten. Das machen wir. Überfallposition ansehen. Operation Kosmischer Ring. Ziel: extrahiere Advent-Vorrat. Advent transportiert äußerst wertvolle Alien-Technologie durch nur Indien. Wenn wir schnell zuschlagen, können wir die Alien-Technologie für unsere eigenen Zwecke verwenden. Lagebericht: Die Verlorenen. Es ist bekannt, dass sich Verlorene in der Gegend herumtreiben. Vorsicht. Geistklinge kontrolliert die Region. Okay. Einsatz starten. Setze Kurs auf Sektor 5, Indien. Ein bisschen Zeit ist ja vergangen. Mal schauen, welche Soldaten mittlerweile dann kuriert sind. Commander, Sie sollten wissen, dass Verlorene in diesem Gebiet aktiv sind. Unsere Truppen müssen besonders wachsam sein. So, haben wir Klassen doppelt vertreten. Wir haben Grenadiere doppelt vertreten. Wir haben aktuell keine Spezialisten dabei. Investieren wir weiter in den Corporal oder geben wir dem Private die Chance, ein bisschen aufzuleveln? Wir müssen ja gut durchrotieren jetzt mit dem DLC. Und hier schon ein bisschen ein klein wenig Müdigkeit macht sich breit bei Gonzales. Ja, wir leveln den Private ein bisschen auf. Entferne mal den Corporal. Und dann halt noch ein Spezialist. Ach, was ist mit dem Scharmützler Mox? Spannend, spannend. Outrider und Mox immer in Kombination. Sie sollen hier Kameraden werden. Also einen Grenadier möchte ich schon dabei haben. Den Granaten. Und dann halt eventuell eine Mission ohne Scharfschütze. Dann nehmen wir dafür einen Spezialisten mit. Mit einem Medikit. Ja, wir müssen die Truppen größer auf 6 erhöhen. Dafür brauchen wir aber mindestens einen Captain. Könnte Outrider werden. Ah, unser erster Captain. Okay, gut. Dann. Wir könnten noch hier Schilde, Geisterschilde herstellen. Nein, Einsatz starten. Vielleicht später, wenn wir den zweiten Slot freigeschaltet haben. In Position für den Einsatz. Okay, dann mal los. Wie wir hören, führt Advent gerade eine Nachschuboperation durch. Die perfekte Gelegenheit, um ein paar Vorräte für uns abzuzweigen. Suchen Sie die Advent-Kisten und markieren Sie sie mit unseren Sendern. Firebrand wird sich für den Transport der Kisten bereithalten. Okay.
Advent-Truppen transportieren auf dem Luftweg einige Vorratskisten aus dem Gebiet ab und uns bietet sich eine Chance, auch welche abzugreifen. Orten und markieren Sie die Kisten mit Sendegeräten, dann erledigt Firebrand den Rest. So. Da ist die erste Kiste. Wir können mit dem Kletterhaken, kämen wir sogar bis dort. Wir sind getarnt. Kämen auch hier aufs Dach. Ja, das ist gar nicht das Dach. Das ist der Balkon des obersten Stocks. Das machen wir trotzdem mal. Einmal dahin. Ändere meine Position. Die Fähigkeit ist ja dann demnächst wieder einsetzbar, also in 3 Runden. Okay. Und wir sehen, es gibt noch keine Feinde in Reichweite. Unterwegs. Keine Feinde in Sicht. Also nicht zu viel Zeit vertrödeln, sonst haben wir nachher keine Vorräte. Ich mache mich auf den Weg. Bin schon dabei. So, alles mal hinterher. Nichts triggern, dann müssen wir auch keine Angst vor AOEs alles haben. Klar. Und logischerweise kann da gerade gar nichts getriggert werden. Alles klar. So, Mox ist noch dran. Die sind hier lang gelaufen. Wie gesagt, nichts triggern. Ihr seht den Weg hier, der würde da lang laufen. Das ist natürlich gefährlich. Das wollen wir jetzt nicht haben. Gehst einmal. Dahin. Rücke schnell vor. Boah, eine neue Art von Ohne Gegner. Die Zufuhr menschlicher DNA zeigen diese einst als dünner Mann getarnten Kreaturen nun ihre wahre Form. Die einer reinen Reptilienspezies. Da sich die Aliens nicht mehr verstecken müssen, brauchen sie keine Infiltrationseinheit mehr. Trefferchance 80%. Darin ist auch noch einer. Und ihr seht, wenn wir da jetzt hochlaufen würden, würden wir die triggern. Gerechtigkeit. Benutze den Kletterhaken, um ein humanoides Ziel für einen blauen Angriff heranzuziehen. Der Kletterhaken ist auf Cooldown. Ach, keine Ziele verfügbar. Gilt dieses Reptil nicht als humanoid? Eigentlich ist das so. Ja, die kann sich halt extrem nähern. Ohne die Gegner zu triggern. Zum Einmal dahin. Commander. Wir könnten hier natürlich mit einer Granate das Ganze eröffnen. Schwerthieb. Ihmchen würden wir nicht erreichen.
Also da einen bewegen und dann einfach eine normale Granate da reinwerfen. Ich rücke aus. So. Granate unterwegs! Auf geht's! Jetzt ist die Frage, wohin bewegt er sich? Sie kennen unsere Position. %66 Trotz verschlossener Tür. Tür öffnen. Immer noch 66%. Outrider ist jetzt natürlich noch verborgen. Wir können ja mal. Wie viele Soldaten haben wir noch? Wir haben noch 3 weitere Soldaten. Erstmal schauen, was die auf die Kette kriegen. Hier haben wir 51%. Wow, nur 3-4 Schaden. Aber er kann nochmal schießen, genau. Munition so gut wie verbraucht. Die Vorschau. Könnte von hier angreifen. Aber die Deckung würde halt zählen. Okay. Nähere mich der Zielposition. %79 Gestreift, aber ein Schaden reicht. Jawohl. So, und Outrider ist noch verborgen. Das nutzen wir dann aus. Und gehen. Ja, ruhig mal da rein. Bewege mich wie befohlen. Keine Gegner in Sicht. Das ist gut. Verstanden! Oha! Folgt mir in die Dunkelheit. Die Geistklinge ist da. Am Boden nah von der erhöhten Position aus leicht zu treffen. Widersacher Schnitter. Er leidet zusätzlichen Schaden durch Schnitter. Ja, und Rache. Chance auf Erwiderung des Feuers bei Fehlschüssen. Und ich beende es schnell. Die Außerwelten-Attentäterin kommt unserer Position nahe. Wachsam bleiben. Advent hat schon ein paar Kisten zur Extraktion markiert. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vielleicht für uns markieren und den Transport verhindern. Da ist ein Verlorener. Und wo ein Verlorener ist, da sind auch noch mehr Verlorene. Okay.
Wir haben hier Trefferchancen von 91% und wie viel Schaden würden wir machen? 3 bis 4. Oh, nicht gut. Auf die beiden vorderen erstmal eine Granate werfen und sie danach mit Outrider aus dem Spiel nehmen. Schauen wir mal, dass wir dem Grenadier einmal dahin gehen. Und los geht's! Und dann mit der Granate. Ich hätte gerne den, der 4 TP hat, den hätte ich auch ganz gerne. Aber das klappt wahrscheinlich nicht. Wir müssen uns, glaube ich, zwischen dem da hinten und dem Großen hier vorne entscheiden. Ja. Dann machen wir das ruhig mal so. Nimm das! Zwischen die Augen? Ziele neutralisiert! Okay, ja, habe ich kein Problem mit. Ja, Outrider ist wieder unser Joker. Volk sagt, ich soll gehorchen. Hier ist deine Patrouille. Okay, gut zu wissen. Da vielleicht mit dem Claymore, erst angreifen und kriegen wir einen Höhenvorteil hin? Nein, nicht in dieser Runde. Einmal dahin. Verstanden, rücke aus. 64% und 61%. Leider daneben. Feind steht noch. Und hier treffen wir nichts. Rücke zur Zielposition vor. Neunundsechzig Prozent. Das war nichts. Ja. Und da könnten wir jetzt einen ranziehen. Mit Gerechtigkeit. Ja, 93%. Ja, machen wir es doch. Das wird geschehen. Sehr schön, und das kostet auch nur eine Aktion. Mache meine Waffe bereit. Beziehungsweise wir haben einen Aktionspunkt wiederbekommen, weil wir einen verlorenen getötet haben. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, wenn wir jetzt hier den angreifen und die Tarnung verlieren, dann werden die wahrscheinlich aufmerksam. Ah, 96%. Okay. Trotzdem Angriff. Und?
Diesen Verlust wird niemand beklagen. Nicht aufgedeckt, sehr schön. So. Noch ein Aktionspunkt über. Und wie wir hier weitermachen, das sehen wir beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.